Ja. Jetzt sehe ich so auch nicht mehr. Schon hinter dem Berg, oder? Ist das da? Nö. Es ist weg. Es ist away. Wir gehen mal hinten zu der Scheune, die da steht. Oh Gott, die Sonne verschwindet. Nein, Sonne. Ich habe gespielt, waren das jetzt auch? Steht das auf dem Hunter-Mate? Halb eins. Und der Schatten steht schon bis ich wo. Wenn man das mal so bedenkt, hier wo der Schatten steht, ne? Halb eins. Ich habe ein paar Spulen. Ah, ein flüchtendes Hübschi. Wo will es denn hin? Hat er zum Kaufen was vergessen oder was? So. Fliegt er bestimmt vor der Waldpolizei, die ich verkörper. Oh, ein Schweinchen! 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 Shit! Warum muss es hier mal Hügel geben? Ah, es hat recht gehabt, ne? Hier nichts mit Parasite. Ich habe das genau gesehen. So, und ich jetzt mal auf zu rennen. Ich laufe mal ein Stückchen. Und dann wird die Schweinchen! Wo ist es? Da. Bäh, um auf zu rumzuwackeln, ja klar. Ah, klar, steht es natürlich so, dass ich es nicht erwischen könnte. Schweine würden sich mal zur Seite drehen. Hallo. Das schwebt in der Luft. Das ist ein Superschwein. Alter, ne, wenn mein Gewehr noch mehr gewackelt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie mehr erwischt. Ich hab's dann doch nicht mal erwischt. Wahrscheinlich hätte ich auch hier die ganzen Kojoten verscheucht, die ja sonst immer rumscheuchen. Guck mal, hier vorne scheint doch schon was rumzusch. Und auch jetzt aber ein Anruf. Warte mal, ist mein Handy aus? Es hat nämlich gerade Empfang gesucht. Ich weiß nicht mehr, brauchst Bettchen, vibriert das nicht so. So. Ja, da haben wir schon zwei Fehltritte gemacht oder drei. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube drei. Und eins haben wir getroffen. Ein Vögelchen. Flieg, kleiner Vogel, flieg. Ich habe auch letztens auch die ganzen Kojotenspuren gefunden. Ne? Ist da noch? Da haben wir schon eine Spur. Also noch mehr Spuren. Nein, genau in die falsche Richtung. Na, na, na. Ein Kota. Also, was ist das für ein Riesenkot? Da muss das Reh wohl ein bisschen größer. Wie nochmal? Boah. Zwei miteinander rumgekackt. Hier ist ja ekelerregend. Warning! No trespassing, leck mich. Ich trespasse, wo ich will, Alter. Das hier sieht nach Wildschweinchen aus. Und ein verwildertes Schweinekotelett. Oh, jetzt ein Kotelett. Alter, ich will unbedingt an den Bergen jagen. Das sage ich immer zu gern. Nö. Motorrad, nee. Aha. Na, anvisieren bitte. Natürlich. Was war denn jetzt bitte los? Nimm mal die scheiß Knarre aus der Hand, Junge. Ja, was das jetzt werden sollte, weiß ich zwar selber nicht, aber naja.
voll erwischt das Vieh und dann rennt das weg. Man sieht natürlich hier auch keinerlei Spuren, weil es genau in den Wald gerannt ist. Super duper. Wir müssen hinterher. Kein Schweinchen zu sehen. Hä? Ach, so ein Weißwedelhirschel. Ist auch ein Weißwedelhirsch. Hä? Ach, leck mich doch fett. Alex Momorsch. Bing! Da, das Schwein werden wir, glaube ich, nicht mehr wiederfinden. Weil sie ja schweinemäßig vom Acker gemacht hat. Wir rennen mal weiter hier, weil ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Nein. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Halt! Ein Kojote. Ich habe bisher nur einen einzigen Kojoten im ganzen LP. Bei, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen? 93? 94? Ich glaube, es waren 94 Folgen. Bisschen strecken hier und recken und verrecken und. Huch. Oah. Oh, ich muss ja irgendwie. Ach, oh, hier steht doch alles so beschissen bei mir. So. Kann ich wenigstens mal anlehnen. So, was haben wir hier? Alles außer Kojotenspuren, was ist das? Bewegt sich nicht, also uninteressant. Ja, Kojotenspuren, ja, die sind weg. Da ich gerade irgendwas gehört, das weggelaufen ist. Was haben wir hier? Mach ich mal einfach die Spuren mit. Hier könnt ihr noch super gut Pilze sammeln. Wenn man irgendwas sehen würde. Und ich laufe durch die Prärie. Durch den Wald, Amigos. Was haben wir hier? Ein Scheißhaufen, ist ja süß. Da ist ein Negerstand. Und hier meine riesengroße freie Fläche. Und da hinten sieht es aus, als wenn da irgendein Tier wäre, aber ich bin mir nicht sicher. Ne, waren wieder unten. Ne? Irgendeine Gebilde einbildet. Einbildung. Ich zog allein mit meinem Gewehr durch die Gegend. Auf der Hoffnung hin, dass ich irgendwann was zu essen bekomme, wie Bear Grylls. Nur Bear Grylls tötet mit seinen Händen. Nö. Mit Tom den Dor. Ein paar wilde Schweinchen.
Warum sind die überhaupt verwildert? Was heißt das? Sind das Wörter? Sind da Schweine, die irgendwie ausgebüxt sind und dann irgendwie verwildert sind? Oder sind das Wildschweine, die die in Gefangenschaft aufgewachsen sind und dann ausgewildert wurden? Oder ich habe keine Ahnung, was sind verwilderte Schweine? Ich kenne nur Wildschweine. Aber naja. So, ich renne mal wieder ein Stück. Weil ich latsche ganz schön viel. Oh, da mache ich mir neue Spuren. Die werden in die andere Richtung führen. Die Tiere laufen über Kreuze quer. Ey, das haben die keinen Stadtplan oder was? Ja, keinen Waldplan. Kacke. Und guckt euch diesen majestätischen Berg an. Deswegen bin ich eigentlich jetzt gerade hinter gelaufen. Oh, wunderbar. Fasan? Ah, nee, doch nicht. Ein Wildhirsch. Schweinchen. Huch, ich sehe nix. Stehst du mal auf? Schweinchen. Was war das gerade? Ach, da jetzt sehe ich's. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. Dann nimm doch mal die Knarre aus der Hand. Junge, 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 das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Das sind komische Schweine, Alter. Wahrscheinlich ist die Waffe einfach nur beschissen. Ich werde dann wieder die alte nehmen bei der nächsten Aufnahme. Weil so geht das ja aber nicht hier, dass hier die Schweine jedes Mal hier. Och, heute hat mich angeschossen, aber nicht mal weg. Das kennst du aber Knicke. Ja, ne? Wildschwein ist wahrscheinlich weggeflogen. Da hinten, oder? Warte auf mich, Schweinchen, du solltest doch in Ruhe sterben. Ach, ist doch egal, weiter. Wo bist du? Vielleicht hier unten? Boah, Alter, das gibt es nicht, ne? Diese ultimativ gepimpten Schweine. Tja, das ist... Da werde ich wahrscheinlich nachher wieder eine Nachricht bekommen, es müssen ihre Tiere auch bergen, die sie erschossen haben. Ja, das Ding ist doch erstmal, find doch mal das Vieh dann wieder. Wir finden es da alles außer die Spur, die du haben willst. Was ist das echt für ein Arsch? Diese neue Spuren. Und nirgendwo die von dem Wildschwein, von dem verwilderten Schwein. Ich mache mich traurig. Ja, was soll ich da jetzt machen? Kann ich jetzt 10 Tage lang in der Prärie rumlatschen und hoffen, dass das Tier hier irgendwo nochmal auftaucht? Ja, tut mir leid, Schwein. Dort Schwein lieber nie.